Herzlich willkommen bei Eschas Tarot auf meinem YouTube-Kanal zum Kartenlegen und über Tarot. Ich mache wieder eine Sternzeichenlegung, eine Wochenlegung für das Sternzeichen Widder. Wir sind in Kalenderwoche 27, die beginnt am 4. und endet am 10. Juli. Fast einer rausgefallen. Und dann schauen wir mal, was die Woche für den Widder bereithält an Impulsen, Chancen, Lernaufgaben. Im Moment sind ja ganz viele Lernaufgaben im Universum unterwegs und spannend auf jeden Fall. Manchmal sind es kleine Aufgaben, manchmal große. Wir schauen einfach mal. So, keine Karte rausgefallen. Irgendwie fallen mir neuerdings echt viel Karten raus. Das ist aber auch manchmal so ein bisschen, ich sag mal, stimmungsabhängig, auch vom Universum. Gut, was haben wir hier liegen? Wir haben hier einmal den Pagen der Stäbe. Die fünf Münzen und die Königin der Münzen. Okay, der Page. Pagen deute ich immer sehr gerne auch so als Chancen. Als Chancen, irgendwas, ich sag mal, gerade so Stäbe sind immer irgendwie was Feuriges und so ein bisschen, ich sag mal so, wenn du dann einen Konflikt hast, da auch reinzugehen. Also nicht unbedingt den rational zu lösen, sondern, also nicht unbedingt jetzt Leute bepöbeln und ganz ausklinken und eskalieren, sondern eher so ein, auch mal gerne zeigen, dass du auch Stärke in dir drin hast. Sondern, also das, wie gesagt, Stärke zeigen und auch mal zu Leuten gehen und sagen, so und bis hierhin und nicht weiter. Punkt. Grenzen setzen. Ich glaube, das ist auch das Thema dieser Legung, Grenzen setzen. Tatsächlich wäre hier irgendwie, ich glaube, ich sehe ein Gespräch. Ein Gespräch, was nicht so ganz angenehm wird. Da ist irgendjemand gewesen und ich weiß nicht, ob der dich angegangen hat oder generell öfter mal angeht, vielleicht auch nur so, ich sag mal so, eine Nebenbei-Anfeindung. So im Büro hat man ja mal, dass jemand irgendwie, wie drücke ich es aus, so ein bisschen subtil eine kleine Beleidigung loslässt. Ne? Und dass man dann in dem Moment tatsächlich das Gespräch sucht und sagt, pass mal auf, das machst du nie wieder mit mir. Ich check das, ich bin nicht doof, ich weiß, dass du mich hier immer die ganze Zeit klein machst. Und das muss nicht sein, denn ganz ehrlich, lieber Widder, du bist nicht klein und das musst du dir auch nicht gefallen lassen. Und ja, ich glaube tatsächlich, da geht es um Gespräche, vielleicht auch in einer Beziehung, irgendwas, was, ich weiß nicht, was der Partner immer an einem kritisiert, was man selber aber gar nicht so sieht oder was vielleicht gar nicht so wahr ist. Und dass man da tatsächlich sich in der Woche nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Und einmal auch zeigt, guck mal hier, ich bin quasi, also ich zeige das jetzt einmal bildhaft mit der Karte, ich bin hier die Königin der Münze, ich trage was in der Hand. Übertragen würde ich das erklären mit, ich trage mein Selbstbewusstsein in der Hand, ich trage meine Stärke in der Hand. Guck mal, das bin ich. Und ich lasse mir das jetzt nicht mehr gefallen. Dass man da tatsächlich, wie gesagt, so Münzen sind auch häufig Arbeitskarten. Und das wäre dann tatsächlich auch die Aufgabe für diese Kalenderwoche. Zumindest so, wie ich es jetzt gerade interpretiere. Da kommt irgendwas auf dich zu. Wie gesagt, es kann was Kleines sein. Irgendwas, was du immer runterschluckst. Immer runterschluckst. Einfach der Harmonie zur Güte. Und jetzt wäre tatsächlich der Impuls da, beziehungsweise die Chance, mal zu sagen, hör auf damit. Es ist genug. Ne? So, ich hoffe, das war irgendwie klar. Ich habe manchmal irgendwie, ich habe im Moment das Problem oder die Tatsache, dass ich häufig vor die gleichen Karten gestellt werde. Ich versuche ordentlich zu mischen. Ich glaube auch nicht, dass das daran liegt, dass, aber irgendwie kommen mir heute oder in der letzten Zeit immer wieder die gleichen Karten in der Hand. Aber vielleicht sind es auch einfach die gleichen Themen, die uns gerade vom Universum zugespielt werden und die bearbeitet werden müssen. Dass wir so ein bisschen gezwungen werden, jetzt an Themen ranzugehen, die man normalerweise gerne wegschiebt. Das wollte ich nur einmal dazu sagen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und es war hilfreich. Vielen Dank.